nächstes, ein ganz kurzer Tagesordnungspunkt, geht es um ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und Ungarn. Bilaterale Abkommen sind ja in Zeiten einer gemeinsamen Europäischen Union eher selten, vor allem im Wirtschaftsbereich. Die müssen adaptiert werden an EU-Gesetz und deshalb wird jetzt ein Investitionsschutzgesetz, das zwischen Österreich und Ungarn abgeschlossen wurde, beendigt. Vorher sind aber noch die Abstimmungen. Der Bericht ist einstimmig zur Kenntnis genommen. Abstimmung über den über die vorangegangenen Debatten. Entwurf betreffend KMU-Förderungsgesetz am Titel und Eingang in 1565 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig so angenommen. Kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 3. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bilanzbuchhaltungsgesetz, das Wirtschaftskammergesetz, das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz sowie weitere Gesetze geändert werden, samt Titel und Eingang in 1566 der Beilagen. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend keine Mehrbelastungen für Zwangsmitglieder der Wirtschaftskammern Österreich durch infolge der Teuerung steigende Kammerbeiträge. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit, abgelehnt. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 4. Entwurf betreffend Modernisierungsrichtlinien, Umsetzungsgesetz samt Titel und Eingang in 1567 der Beilagen. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 5. Entwurf betreffend zweites Modernisierungsrichtlinienumsetzungsgesetz samt Titel und Eingang in 1530 der Beilagen. Wer spricht sich dafür aus? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Dritte Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Kostenlawine stoppen, Entlastung für Österreich. Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? Das ist die Minderheit, abgelehnt.